Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinen, wie soll ich sagen, YouTube News unter Anführungszeichen. Denn es werden auch ein paar unpassende Themen, die was jetzt nicht mehr in den Nachrichten oder in der Zeitung sind, dabei sein. Ja, und diesmal werde ich, sagen, mach heute mal ein Thema, nicht mehrere. Und das erste Thema, haltet euch fest, wäre Minecraft. Das beliebteste Spiel von der ganzen Welt, glaube ich halt einmal, würde ich sogar sagen, meinen und alles andere, hat auch so seine Schattenseiten. Und deswegen möchte ich halt darüber reden und so und bla bla bla. Und am besten fange ich gleich mal an. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe einfach so drauf losgetan und habe mir gedacht, YOLO. Okay, dann mal weiter. Ja, ich habe eine Maske auf, aber das hat mir Minecraft nichts zu tun. Maske habe ich immer bei den Webcam-Videos auf und bla und so. Aber wir wollen ja, ich will ja über Minecraft reden und ihr sollt zuhören. Das erste über Minecraft ist, es besteht aus Blöcken. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, diese Welt, die aus diesen kleinen komischen Blöcken besteht, die ich jetzt gar nicht mal zeigen kann, denn ein Block ist ja so ein riesiger Meter und man kann jetzt so einen Meter hüpfen, was man in Real Life eigentlich gar nicht... Doch, eigentlich schon. Ich kann einen Meter hüpfen. Ja, einen Meter hoch nehme ich und nicht weit. Ja, aber ich meine, in Minecraft, wenn man sprintet, kann man bis zu 4-5... Der kann schon 4-5 Meter in Real Life springen. Ja, es gibt ein paar Menschen, aber ich zähle nicht dazu. Okay, also das wäre schon mal. Tja, diese Blöcke sind 1 Meter in der Länge und in der Höhe. Also in der Höhe und in der Länge oder beziehungsweise Breite, keine Ahnung. Ja, das rechnet. Wenn man das Volumen ausrechnen will, ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Sondern 3 Meter für die, die was jetzt rechnen können. Oder? Wann mal? Vergesst, was ich gesagt habe, rechnet selbst nach. Ja, bin ich zu gut in Mathe. Ich möchte gar nicht über die Note reden. Über die Note, nicht über die Note. Ja. Weiter im Text. Dann gibt es so komische Bäume. Zum Beispiel, was in der Wüste stehen. Das heißt Hartlaubgewächs. Das braucht kein Mensch. Genauso wenig wie die, die was in dieser komischen Tropenwald-Dingsi-Region, Regenwald, keine Ahnung was ist, stehen. Diese Farm-Dinger. Keine Ahnung, was das in Real Life sein soll. Also auf jeden Fall, kein Mensch braucht diese Dinger. Also wenn ihr das mal seht, es lohnt sich nicht einmal, die mit der Hand abzuschlagen, denn da bekommt man nichts raus. Das ist einfach nur Scheiße. Die Entwickler von Minecraft dachten sich wahrscheinlich, oh, machen wir mal so ein Ding, was nur da steht und was kein Mensch, was kein Schwein braucht und was man nicht mal abbauen kann, was man nur in Creative holen kann. Also, Minecraft-Erfinder, weiter im Text. Gut, ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich werde mal so tun, als hätte ich mir welche gemacht. Und lese es mal vor. Nein, machen wir es anders. Dann diese komischen Viecher, die Boom machen, die grün sind. Die mit ihrem Terroristengesicht und so. Meine Dinge hinten. Ja. Diese Viecher heißen Creeper und die machen Boom. Machen, keine Ahnung, vielleicht mehr Schaden als TNT oder so. Aber ich wurde schon mal von einem Server für kurze Zeit gebannt, weil da unten ist ein Thema, was jemand gesetzt hat. Und darüber das wichtigste Gebäude vom ganzen Server. Darunter war ein Creeper. Ich war Game 0. Darunter der Creeper explodiert und natürlich reißt das TNT mit. Also, das war nicht meine Schuld. Oder vielleicht auch? Nein. Es war dieser kleine Terrorist und Tattoo, der aus da einfach mal so explodiert ist. Okay, aber bevor der Creeper eigentlich geschaffen wurde, hat Notch die Idee von Schweinen gehabt. Ja, es waren
Die Creeper sind eigentlich mutierte Schweine, die Notch sich dann anders vorgestellt hat. Ja, halt. So gesagt. Okay, dann weiter im Text. Zombies. Wenn man sich schlägt. Der einzige LP, der aufgekommen ist, war Riol. Ja. Schaffte, nicht einmal du kannst es sagen. Und ja, und der hatte halt gemeint, hallo, ach, ja, der hatte halt gemeint, wenn man Zombies schlägt, hört sich das an, als würde sie Fleisch sagen, wenn man sie schlägt. Probier das mal aus. So, wenn man sie schlägt, sie machen dann so komische Geräusche. Aber Riol hat halt viel Freizeit aus. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, warum er da so viel Videos hochladen würde, wenn er jetzt keine Freizeit hätte. Das wäre jetzt komisch. Dann wieder weiter im Text. Dann wollte ich noch darüber sprechen, dass man die Minecraft-Geschichte. Ja, darüber wollte ich sprechen. Die Webcam hat gerade so komisch geleckt. Deshalb habe ich kurz mal. Ja, leckt sie noch? Ja, leckt und nicht lebt. Wenn es jetzt falsch verstanden hat, kommt euch ein Hörgerät und dann schaut weiter. Oder keine Ahnung. Ja, ich habe gerade Mittelfinger gezeigt. Für die, die das nicht gesehen haben. Was guckst du denn so? Ja. Was kann ich dafür, wenn du die Minecraft-Geschichte nicht kennst, du Creeper? So, die Minecraft-Geschichte ist meist ein Schiffbrüchiger. Man verliert sein Gedächtnis. Boom. Deshalb wäre es auch immer behindert, wenn man auf einem Baum spawnt. Ich meine, Minecraft-Entwickler, was habt ihr euch gedacht? Schickt auf deinen Freunden. Ja, aber man ist ein Schiffbrüchiger. Man sollte immer in der Nähe vom Wasser spawnen. Keine Ahnung, riesigen Meer. Es gibt so viele Meere in Minecraft. Nur dort spawnt man nie. Man spawnt immer auf einem Scheißbaum, in einer Scheißhöhle, in der Wüste. Sogar bei so kleinen Fleckchen, wo Wasser darin ist. Ich meine, ja, man fährt ein Boot drüber, boom, Gedächtnis verloren. Ich meine, hat doch kein Schwein, außer du da hinten. Ja. Und dann allgemein noch über Minecraft könnte ich sagen, dass der komische Terrorist da hinten nicht weiß, dass er in Minecraft gehört. Deshalb viel zu gut. Ja. Also, warte mal. Was könnte ich über Minecraft noch sagen? Ja, Minecraft ist eigentlich erst 2009 so eine Entwicklungsphase gewesen. Und so, keine Ahnung, so 2010 rausgekommen. Für die, die was es noch nicht gewusst haben. Und für die, die was es wissen und meinen, sie müssen mich korrigieren, bitte in den Kommentaren. Und nicht durch ein Dislike oder De-Abo, wobei ich gar keine Abos habe und so. Und deshalb gehe ich jetzt schlafen. Deshalb steht der Terrorist da hinten noch immer. Puh. Okay. Also der Witz bringt sich noch. Also ich meine, ja. Okay. Was sollte ich jetzt noch sagen? Außer. Überlegen. Der letzte nicht angreifende Mob wurde irgendwann 2009, bevor Minecraft herausgekommen ist, Ende 2009 oder so, noch hineingefügt. Und das war das Schwein. Alle anderen Viecher, die Tintenfische, die kann man braucht, für die Tintensäcke, außer für diese beschreibbaren Bücher. Aber ich meine, wofür braucht man beschreibbare Bücher? Kein Mensch braucht die. Ja, bei Adventure ist es gut, das Schilder, aber ja. Ansonsten, was braucht man im Tintensack? Außer für 1.6.2, dass man da diese Lederrüstung färben kann, aber nicht wirklich. Und deshalb gibt den Tintenfisch noch einen Headshot. Und ihr nehmt noch einen kreativen Bogen, einen Pfeil. Benennt den Pfeil im Amboss Hedgehog, aber richtig geschrieben. Und fällt dabei einen Dings, ne?
ein Tintenfisch voll in den Schädel. Nur die Frage ist, wo ist denn da der Schädel? Wo ist denn da der Schädel? Das müsst ihr noch rausschauen. Dann würde ich noch sagen, ist es gut, wenn ihr euch mehr Gedanken über Minecraft macht. Zum Beispiel, wie viele Blöcke eigentlich. Ach, in dieser Richtung muss ich mich drin. Wie viele Blöcke es eigentlich in Minecraft gibt. Mhm. Ja, unendlich eigentlich. Ich meine, welche Blöcke es am meisten gibt. Holz. Die Bäume, die ganzen Scheißbäume da. Dann diese Erde, die was irgendwie so herum tut. Oder das ganze Stein, was da unter sich ist. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mal. Es könnte Stein sein, es könnte aber auch Erde sein, weil Erde ist viel. Und ja. Ich glaube, er ist Erde. Und ich muss mal kurz schauen, was der Terrorist da hinten macht. Kommen wir gleich wieder. Muss dem Terroristen nun einen Headshot geben. Vielleicht hat dieser gut. Könnte ich so drehen, dann könnte ich mich niederknien. Wobei, bei meinem hinnigen Knie ist das nicht. Ja, ich habe ein hinniges Knie, aber darauf will ich nicht eingehen, weil ich scheiße. Diese dummen Turnlehrer und 60 Meter laufen lassen haben und das so schnell wie es geht und dabei habe ich mir halt irgendwas gerissen wahrscheinlich. Und du Terrorist, gehst jetzt einmal weg. Tschüss. Ich hab dir doch gerade eine Hesho gegeben. Sei leise. Ja, eigentlich war es das dann auch schon wieder. Und ein wildes Fieber. Scheiße, ich habe Justin erschossen. Okay. Ich muss das, glaube ich, mal kurz wegräumen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Aufnahme beenden. Ciao.